Hey Leute und willkommen zum ersten Character Duel hier auf diesem Kanal. Wir fangen direkt stark an mit Yugi-Atem gegen Joey und mit dabei ist der charmante Steffen, den ihr ja schon von der Booster Bell Series kennt. Hi Steffen. Hallöchen. Ich finde schön, dass charmanter Steffen fast eine Alliteration ist. Ja, aber nur fast. Von der Aussprache passt's. Ja, das ist okay. So. Für spontan war es okay. So, ja, ich bin tatsächlich auch wieder ein bisschen hyped. Das ist eine etwas andere Art von Yu-Gi-Oh! Die Regeln sind relativ einfach. Wir dürfen alle Karten benutzen, die die Leute im Anime bzw. Manga hatten, aber halt auch nur so oft, wie sie die hatten. Das heißt, wir dürfen jetzt nicht dreimal, was weiß ich, Topf der Gier spielen, Dunkler Magier, genau. Also, wenn. Generell Topf der Gier eh nicht, weil der ist eh gebannt. Genau, wenn ein Jaden drei Polis hat, darf man, oder Kaiba drei weiße, das darf man halt machen. Oder halt andere Karten, wo man halt weiß, ne, ihr versteht schon. Wir fangen tatsächlich strong an mit einem Golden Gadget. Jo, und den Goldenen hat er gespielt? Wahrscheinlich im Anime, im Movie. Genau, Dark Side of Dimension. Ja, das stimmt, ich merke gerade. Und tatsächlich war es das schon. Jetzt natürlich die okay. Dann, das ist das Schöne bei den Gadgets, du kriegst halt wenigstens 1000 Monster. Ich will mal kurz was gucken, weil Joey hatte tatsächlich ein paar interessante Karten, aber ich glaube, das waren den Scripted Duels, wo er die gespielt hat. Ich will nochmal gucken. Und alle Gadgets nur einmal ist halt auch so, ja. Ich meine, weißt du, warum ich dich unter anderem wegen dem Dings nochmal gefragt habe, wegen dem YCS Origins Ding? Mhm. Joey hat einfach sechster Sinn gespielt. Lol. Ja, der hat richtig OP-Karten. Aber wollen wir doch erstmal den größten Joey-Move überhaupt machen, oder? Pantherkrieger, komm. Nein! Es wird Zeit! Nein, bitte nicht. Wolf, I call Wolf, heads. Wolf. Es ist Zahl. Wow. dann hätte ich noch einen, dann war es das. Danke, Joey, für gar nichts. Wo ist dein Scheiß-Luck? Okay, ich rufe tatsächlich Bärenmagier-Mädchen. Ja. Und das Ding ist, du hast natürlich die Karten von Atem und von Yugi. Ja, aber ich habe tatsächlich Fokus tatsächlich auf Yugi gemacht, weil die Apparate. Ja, die waren von ihm und die Bären oder die Magiermädchen da auch. Genau, das. Also ich habe mich primär an dem Deck, was er gegen den Pharao, um ihn halt zu befreien, benutzt hat, genommen hat. Und Dark Side of Dimension, das ist halt mein Hauptkern. Ja. Okay. Das ist schon mal ein bisschen Damage, was wir hier bekommen. Ja, leider ein bisschen viel. Ich glaube, Joey hat auch keine Mirror Force. Ich bin mir nicht mehr 100%. Leider nicht. Okay, das ist zumindest eine lustige Karte schon mal. Und zwar aktiviere ich jetzt Dangerous Machine Type. Ah, shit. 6. Oh, shit. Und kann ich in die reinrennen? Ja, Portal Access to Card or Affected Target is Card or Target is. You can change. Okay, du kannst die Battle Position changen, aber das ist genau das, was ich will, denn ich habe die stürmische Schwertbestie. Oh, dass er die hatte, da habe ich gar nicht mehr auf dem. Moment, was? Oh mein Gott. Du hast keinen Magician Girl im Deck. Nein. Okay, das ist mein Bad. Muss man jetzt einfach sagen. Du hast nur die eine, die du dir gesearched hast, noch drin? Nein. Ich wollte es gerade sagen. Wir haben direkt hier vor eine Folge Booster Bell Series aufgenommen. Und wir waren in einem Game Stand, wo ich Chain Off angemacht hatte, weil ich Raigeki Break Set hatte und die nicht mehr aktivieren wollte. Ich konnte jetzt gerade den Effekt nicht reden. Ist egal. Ist nicht schlimm. Ist wirklich nicht schlimm. Dann rufe ich Schokoladenmagier-Mädchen. Nein! Und greife. Ja, wir greifen auf jeden Fall an mit dem Gadget, weil ich ein bisschen Angst vor einem Würfel habe. Oh. Aber das ist in Ordnung, denn ich habe die hier: oh. Trap Hall of Spikes. Ach nee. Okay. So, jetzt kommt es natürlich auf die Dangerous Machine an. Ich würde gerne noch eine Karte ziehen, deswegen. Kann ich eine 3 würfeln, bitte? 4 wäre cool, die würfelst du doch so gern. 2. Oh. Darfst eine Karte abwerfen. Dann werfe ich einen Marshmacron ab. So. Das Ding ist tatsächlich. Erstmal in Memory and Mai. Harpies Feather Duster, den Joe. Nein, nicht mein Bannkreis, nein. Und dann aktivieren wir die Klaue des Hermos. Oh, und jetzt no. Pass auf, legen den Red Eyes ab oh, und rufen das Red Eyes Schwert. Oh, und lustig nein. Ist, ich darf jetzt tatsächlich eine Karte ausrüsten. Oh, und, nein. Guck mal, du kriegst mehr Erinnerungspunkte. Oh nein.
Ich wollte es einfach machen. Ich habe tot gebraut. Ich kann nichts tun. Das ist beschissen. Aber guck mal, du kannst mich finishen. Warum machst du den? Muss der equippen? Der muss, wenn ein Monster auf dem Feld ist. Der aktiviert sich nur nicht, wenn gar kein Monster auf dem Feld liegt. Das ist richtig kacke. Ach, ja, okay, aber das ist stylisch. Das ist stylisch. Verdammt, ich hatte was Cooles auf der Hand, aber ich konnte es nicht machen. Na, das war richtig kacke. Das war Halleluja. Okay, ich hab's auch. Ich hab, weißt du, ich hab, auch direkt natürlich den Red Eyes auf der Hand. Ja, yeah, das ist ein Meme. Ja, okay, dann. Wollen wir eigentlich immer nur ein Match machen oder. Hm? Wollen wir immer nur ein Match machen oder mehrere? Ich würde schon mit Zeit machen, so damit wir vielleicht noch ein bisschen mehr sehen, oder? Ich meine Match. Okay, warte, egal. Gucken wir einfach mal. Okay, warte. Erstmal du lässt mich wieder first gehen. Ja. Okay, dann. Der grüne Gadget. Ja, traurigerweise war es das halt schon wieder, ne? Okay. Dann würde ich doch sagen, machen wir mal eine gute Joey-Kombo. Oh nein. Oh, that's a strong one. Lightning oh, Blade. Oh my goodness, 2-5. Dann setten wir noch einen und dann werden wir doch erstmal deinen kleinen Gadget los, oder? Ja, das sieht gefährlich aus. Okay. Das ist im Prinzip keine schlechte Karte, aber wie gut bist du gerade? Ich denke. Ich find's interessant, dass du nur zwei Extra-Deck-Karten hast. Ich hätte mehr wählen können, aber. Actually, ja, ich hätte mehr. Oh nein. Little Wingard. Oh nein, nicht Little Wingard. Das Ding ist nur, ich muss, glaube ich, mit dem reinrennen, weil ich glaube, der hatte mehr Verteidigung. Oh, was ist Marshmallow-Kronen? Das hätte ja auch potenziell Riesenschild-Gartner sein können. Ja. So, dann holen wir uns zwei weitere. Leider ist der Effekt once per turn, sonst könnte man einfach endlos loopen, weil er sagt tatsächlich Handdeck oder Graveyard. Das ist gar nicht so scheiße. So. Wir aktivieren Little Wingards Effekt. Mhm. Und können in die Death gehen, um nochmal ein bisschen sicherer zu sein. Ja, der Play, der überzeugt mich prinzipiell. Muss ich schon sagen. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal Dark Hole für Combo. Das dachte ich mir. Weil dann aktiviert sich Marshmallow-Kronen einfach schon wieder. Was witzig ist. Und dann circlen wir weiter, was Monster angeht, und holen uns den roten Apparat. Der mir erlaubt, den gelben zu holen. Ja, leider. Dann fresse ich jetzt erstmal eins. Oh, nee, tatsächlich nicht. Ich habe keinen Bock, in irgendeinen Unsinn reinzurennen. Okay, dann aktivieren wir doch erstmal Warrior Returning Alive und holen uns unseren Axtkleber zurück auf die Hand. Ich war froh, den gerade los zu sein. Und dann holen wir ihn doch wieder. Weil Yugis Monster haben leider eins gemeinsam. Das ist so ein bisschen der Yusei-Effekt. So, die Kleinen, die können nicht so viel. komm schon, Deck, komm schon. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof. Ja, das ist jetzt wirklich ein bisschen doof. Ich rufe den gelben Apparat. Okay. Der grüne ist aber leider schon im Grave. Ja. Dann aktiviere ich die Lichtschwerter. Oh, nö. Ich sagte es dir vorhin schon, der Sirius. Du wirst sie heute nochmal sehen. Yugi. Okay, ich set eine weitere Karte. Yugi hat tatsächlich zwei Schwerter sogar. Die gibt es ja jetzt noch als Fallenversion. Tatsächlich sette ich noch ein Monster und falls du irgendwelche Unsinn machen willst, geht der mal in Def. Und du hast viel zu viele Monster gerade auf dem Feld, das gefällt mir gar nicht. Ich sehe das Problem nicht. Das Doofe ist, ich habe nur noch eine Runde. Es ist obvious, auf was ich gerade warte. Oh, nicht das da. Nein. Na, das ist nicht gut. Das ist gar nicht. Und wieder der Band. Und dann würde ich sagen, in Memory on My 2. So, das Ding ist, wenn Marshmallow-Kronen jetzt zerstört wird, kannst du den anderen wieder rufen, ne? Kann ich zwei rufen. Außer, wobei stimmt, dann kannst du beide einfach vom Friedhof wieder specialen, ne? Jo. Das heißt, ich muss rein theoretisch drei Monster haben, damit ich alle auf einmal wegbekomme, ist ja nervig. Ja. Ist halt once per turn, ne? Also du kannst halt das immer low halten in der Theorie. Guck mal. Oh, die Witch, Witch ja, true. Witch Beatdown darf natürlich auch nicht hier vergessen. Wann hat er nochmal die Witch gespielt? Im Duell gegen Artem, um ihn halt zu befreien. Ich bin ehrlich, ich glaube, du bist es gerade.
Der Ritter des Buben? Es ist so traurig. Es ist so scheiße traurig. Wenn man sich Ritter des Buben hört. Ich muss so los, Alter. Okay, wenn du mich zweimal Board wipes, dann darf ich es auch einmal. Ja gut, dann kann ich das jetzt eh noch aktivieren. Das macht keinen Unterschied mehr, außer dass ich ein Monster von dir eventuell noch... Okay, er spielt sie, der Ehrenmann. Okay. Damit du zumindest da keine Angriffspunkte hast, also... Dann opfere ich den mächtigen Marschkaron Nummer 2 und rufe den Ritter des Buben. Und tatsächlich, weil du ja irgendwie viele Krieger-Support-Karten spielst, ist es, glaube ich, klüger, das hier den Axträuber rauszunehmen. Dann setzen wir noch eine Karte verdeckt und beenden. Das Traurige ist auch, Yugi hat echt nicht so viele gute Fallen, ne? Ist mir bewusst geworden, als ich mir seinen Pool angeguckt habe. Irgendwie so 4 gute Fallen oder so. Und ich würde sagen... Den Bannkreis hasst er ja ganz offensichtlich. Oh nö, nicht der. Kriegst ein bisschen Schaden, kannst du gerne specialen. Oh, das ist giga annoying. Aber I have to, so, ne? So. So, dann nehmen wir dir auf jeden Fall nochmal eine zweite davon weg. Das ist in Ordnung. Weil du wirst jetzt zur Safety Schwertbestie erstmal wegkriegen wollen. Oh mein Gott, ich hab grad so eine cool. Okay, ich fuck it, das ist ein Charakter, weil ich muss das machen. Ich hol mir die Witch. Okay. Dann, ja, ich opfere meine 3 Monster für den ägyptischen Gott, Cringe-Mod. Das ist jetzt tatsächlich ziemlich kacke, weil wegen deinem fucking Zweideffekt. Ja, er ist pulverisiert. Sobald ich irgendwas mit 2000 oder weniger aufs Feld kriegt, das wird jetzt schwierig, den wegzunehmen. Er hat nur 2000 gerade, aber ich musste dafür gehen. Ich musste dafür gehen. Oh Gott. Ist das normal oder special? Summon. Okay. Oder? Ja, summon. Okay. Ich ziehe eine Karte, das bedeutet Slifers Angriffspunkte steigen ins Unermessliche. Oh, noch graceful, auch noch, oh Gott. Ich finde schön, dass du wenigstens das Artwork auch genommen hast. Ja, muss. Tatsächlich blutet mir das Herz. Oh, oder? Warte. Muss ich das machen? Muss ich nicht, ne? Ich krieg den doch niemals raus. Ich krieg doch niemals Slifer und den raus. Ja, ich muss den discarden, leider. The Sorcerer of Dark Magic und Sentry. Ja, das tut mir leid. Ich bin mal gespannt, was da liegt. Ah, der Baby Dragon, der Cute. Aber du hast auch Swiss Lifer, glaube ich. Okay. Tja. Ja. Ich habe eins, und zwar die stürmische Schwertbestie. Das ist jetzt ein bisschen unangenehm gelaufen. Ich rufe Apfelmagier, Mädchen. Was sagt denn? Das Attack. Okay, nee. Nee, kann weg. Ah, lass doch meine Ladies in Ruhe. Dann nö. Set nur noch eine und dann mach mal. Oh boy. So, das ist an sich ganz nett. Hast du Lust auf ein kleines Ratespiel? Oh nein. Ich aktiviere Reasoning. Jetzt. Keine Ahnung, Question. Ob du das nicht kannst. Wir aktivieren jetzt Question. Oh Gott. Du darfst jetzt... Die Frage ist, kannst du jetzt überhaupt noch in meinen Friedhof reingucken? Nein. Okay, du musst jetzt raten, was das unterste Monster in meinem Friedhof ist. Wenn du es rätst, wird's gebanished. Wenn du es falsch errätst, dann darf ich specialen. Monster. Das unterste Monster. Ja, das unterste Monster. Okay, lass mich nachdenken. Was ist das erste Monster, was ich zerstört habe? Ich liebe, by the way, auch die Yu-Gi-Oh! Bridge-Variante von Question. Ja, das ist... It's a question. Es ist super lustig. Warte. Also, mein Quick Guess ist Axträuber, aber... warte mal, ist das wirklich das erste Monster, das ich in diesem Duell zerstört habe? Ich gehe mit Axträuber. Und ich würde sagen, damit kommt Lil Wingard zurück. Ah, das ist... Axträuber habe ich nämlich wiedergeholt und er wurde dann nochmal zerstört. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch mit beiden da rein. Erstmal mit dem niedrigeren, ne? Das ist in Ordnung. Aber ich habe Angst, du kannst halt jederzeit eine Mirror Force pullen, ne? Das wäre kacke. Ja. Das, so, dann gehen wir aber erstmal mit Lil Wingard in die Defensive. Mhm. Okay, das wird jetzt geil. Ich hab hier Überläufer. Und hol mir dein
dann, du Ekelhafter. Dann opfere ich deine Bestie für das schwarze Magiermädchen. Und dann greifen wir an. Okay, mal gucken, was ich erst von Top-Deck kriege. Ey, dieses Duell ist jetzt schon geil, okay? Slifer, Dark Magician. Das ist einfach geil. Das ist, ich fühl's. Will ich's nochmal pullen? Nee. Nein! Komm schon! Nein, yes! Oh, fuck. Und dann greift er dich direkt an, weil das geht auch noch. Verdammt. Der Zeitzauberer. Okay, das Duell ist wesentlich cooler. Ja. Ich find's schön, dass das mit Question funktioniert hat. Ja. Oh, nicht das Silver Gadget. Nein, lass meinen Magier. Aber der Effekt ist offline. Ja, ich greife tatsächlich einfach an. Ja, leider, die 1000 muss ich nehmen. Ja. Und komm, dieses Duell ist funny. Guter Draw. Oh mein fucking Gott. Ich aktiviere Copycat. Oh nein. Oh, du willst crashen, oder? Und um das noch zu verbessern, aktiviere ich jetzt Graceful Dice. Oh nö. Oh mein Gott. What the Das heißt, du hast noch 100 Life Points, wenn es durchgeht. Nee, das kann ich nicht zulassen. Ja, verständlich. Das kann ich nicht zulassen, oh mein Gott. Ja, okay. Du kannst crashen, wenn du möchtest. Nee, aber ich bin im Top-Deck-Modus. Atem, gib mir Kraft! Als ob der Mage Power gespielt hat. Tatsächlich ja. Pyramide des Lichts hat er die Combo aus, hier Dings. Premature Burial. Es war Premature Burial into Mage Power auf Valkyrie des Magiers. Das war. Oh ja. Und diese Karte habe ich vermisst. Queen's Knight. Und aber ich wäre nicht Joey, wenn ich nicht Sündenbock hätte. Die habe ich auch vermisst. Oh, gute Karte. Es macht gerade zu viel Spaß. Es ist gerade wirklich super funny. Nicht Blue, Alter, du hast Blue als erstes angegriffen, du ekelhafter Alter. Wir lieben Blue. Blue muss immer als erstes weg. So. Okay. Das ist so cool. Ich rufe jetzt Raketenkrieger. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. No! Raketenkrieger? No! Kann nicht zerstört werden, das heißt, ich krieg Queen's Knight auf jeden Fall schon mal weg. Ah, das ist doof. Oh, ich hab jetzt gerade. Eine Karte, die wir aus einem anderen Format noch kennen. Breaker! Ja, ja. Okay, komm schon. Mit Mareks Power, lass mich jetzt drei Geki drawen. Bitte nicht. Ich glaube, ich hätte einfach wirklich. Ja, habe ich dann verloren? Ich weiß es nicht. Oh, das ist nicht gut. Aber ich sag, das Duell ist so lustig. Ich will noch eine Runde spielen. Wenn ich jetzt einen guten Draw mache, ne? Wenn ich jetzt einen guten Draw mache, wäre das funny. Weil ich kann schon mal sagen, ich habe einen Red Eyes und eine Fusion auf der Hand. Ja. Komm schon. Wait a minute. Oh no. Don't do this. Okay. Ist da ein Monster mit 2-6 oder mehr, was du rufen kannst? Original Death, okay. Den kann ich schon mal nicht holen. Okay, du hast kein Monster, was. Okay, du hast kein Monster, was mein Breaker angreift, was Game holt, oder? Boah, ich weiß es nicht. Ne, ich glaube nicht. Das Ding ist Original Attack. Ne, es gibt nur die eine Wahl, die ich hab. Oh no. Please no. Okay. Please no. Gib mir Zahl. Kopf. Schade. Okay, das ist Game. Schade. Mann, jetzt nehme ich einmal Zahl, es kommt wieder Kopf. Aber eine Sache müssen wir jetzt hier noch machen. Du hattest schon Spaß mit meinem ersten Gott. Beim zweiten müssen wir dir die Zähne ausbeißen. Dass du beide tatsächlich spielst. Hast du auch noch Rat? Ja. Okay, krass. Puh, GG, Mann. Ah, hallo. Das zweite habe ich hardcore gefühlt. Das war richtig, ja. Okay, das war die erste Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Also Duell 2 habe ich ja mal mega gefühlt. Das war insane. Also
Ne? Und Steffen, vielen Dank fürs Dabeisein, hat super viel Spaß gemacht. Sehr gerne, es war richtig cool, ich immer schön meinen Bro Joey vertreten zu dürfen. Ja, also das, ich glaube, Yugi hat ein paar mehr Powerkarten, aber du hast halt schon... Ja, du hast schon ein paar Karten, die was machen können, so ist es nicht. Ja, aber so Feather Duster, Raigeki und so ein Stuff, aber du hast halt dafür sowas wie Mirror Force. Ja, die ich witzigerweise im letzten Zug gezogen habe. Also ich hatte Magier-Navigation verdeckt und Spiegelkraft auf der Hand, das war crazy. Aber ja, das war Folge Nummer 1. Wir nehmen tatsächlich noch mal das Rematch auf und es kommen natürlich auch andere Charaktere. Und wenn ihr irgendwas gegeneinander sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Auch wenn ihr spezifisch irgendeinen Charakter bei Steffen oder bei mir sehen wollt. Ne? Ihr wisst Bescheid. Danke fürs Zusehen, Leute. Und tschüss.